Ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen im Haus der Musik, wo heute Abend die CD Whatever Shall Be von Karl-Heinz Essel und Isabel Ettenauer vorgestellt wird. Ich möchte es kurz machen am Anfang. Es werden 5 Stücke heute live aufgeführt, die sich auf der CD auch befinden. Ich möchte ganz kurz ein paar Worte zum Komponisten Karl-Heinz Essel und zur Pianistin Isabel Ettenauer sagen. Ich glaube, die meisten von Ihnen werden die beiden kennen. Karl-Heinz Essel gehört zu den bedeutendsten zeitgenössischen Komponisten. Er ist Elektronikperformer, Tonkünstler, Musikkurator, ist Professor für Komposition hier in Wien. Seine Kompositionen werden heute weltweit aufgeführt. Er gastiert auch immer wieder verschiedenen Orten auf der ganzen Welt als Komponist, als Performer. Isabel Ettenauer ist Pianistin und vor allem auch Toy-Piano-Virtuosin. Sie hat Klavier studiert in Wien, in der Schweiz und in London, und die bedeutenden zeitgenössischen Komponisten haben Stücke für sie geschrieben. Sie ist regulärer Gast bei Festivals und in den Konzerthäusern dieser Welt. Ich möchte nun Isabel Ettenauer auf die Bühne bitten. Das erste Stück, das wir heute hören, heißt Kalimba und es ist auch das erste Stück auf der CD.
Kalimba, das wir soeben gehört haben, wurde im September 2005 beim Komponistenforum Mittersil-Ur aufgeführt. Es markiert auch den Beginn deiner Zusammenarbeit, Isabel, mit dem Komponisten Karl-Heinz Essel, den du auf das Toy-Piano eigentlich erst aufmerksam gemacht hast. Nun aber die Frage, wie bist du auf dieses Instrument gekommen? Du kommst ja eigentlich vom Klavier. Ja, schuld daran ist John Cage, der große Neuerer im 20. Jahrhundert, der auch der erste war, der ein Stück für Toy-Piano komponiert hat im Jahr 1948, die Suite für Toy-Piano. Ich habe dieses Stück 1993 zum ersten Mal gehört, wie ich die Musik von John Cage überhaupt kennengelernt habe, und das hat mich total fasziniert und ich wollte es seither immer spielen, und 1999 war es dann soweit und ich habe es erstmals aufgeführt auf meinem Kindheitstoy-Piano, was so ein Plastik-Bontempi war und alles hat eine Oktave höher geklungen und es war ziemlich grauenhaft. Das war so unbefriedigend, dass ich mich dann auf die Suche nach besseren Instrumenten gemacht habe und bin dann zuerst einmal bei der Firma Schönhund gelandet. Jetzt habe ich gerade so ein Concert Grand von Schönhund gespielt. Du sprichst es schon an, ein Toy-Piano, auch wenn das jetzt ein Concert Grand, ein Toy-Piano ist, das ist das Interessante daran, im Unterschied zu einem Bösendorfer oder Steinway, nicht mit der Intention hergestellt, ein Konzertinstrument zu sein. Das macht die Sache besonders interessant. Es ist, wie du mir in einem Vorgespräch gesagt hast, ein pädagogisches Instrument. Nun hast du schon viele Erfahrungen mit unterschiedlichen Toy-Pianos gemacht. Das Stück, das wir gehört haben, ist das erste, das Karl-Heinz Essel für dich komponiert hat. Und du hast auch gesagt, dass du dieses Stück nur mit diesem Schönhut, auf dem du gerade gespielt hast, aufführen kannst. Also für dieses Instrument hat Karl-Heinz Essel das Stück auch komponiert. Warum ist das so? Ja, also ich möchte mal sagen, es ist nicht so, dass man das Stück nur auf dem Instrument aufführen kann. Also ich habe jetzt unlängst nachgeschaut in Karl-Heinz Aufführungsliste. Das Stück wurde inzwischen 139 Mal weltweit gespielt von allen möglichen Pianisten. Ich selbst habe es gerade jetzt zum 58. Mal gespielt. Und ich bin halt die Einzige, die es auf dem Originalinstrument spielen kann. Es ist so, dass im Instrument ein kleiner Lautsprecher versteckt ist, wo eine Zuspielung abgespielt wird, und diese Zuspielung wurde mit diesem Instrument aufgenommen, aber elektronisch verarbeitet natürlich, deshalb ist auch der Klangreichtum so groß. Natürlich mischt sich dieses Instrument optimal mit der Zuspielung, aber es heißt nicht, dass man es nicht auch auf einem anderen Instrument spielen könnte. Das ist halt dann ein bisschen eine andere Klangfarbe. Du spielst heute Abend jedes Stück, aber auf einem anderen Instrument hier. Du sammelst ja auch Toy-Pianos. Die Frage, wie viel hast du schon? Und ich habe irgendwie aufgehört zu zählen. Also ich glaube, es sind auf jeden Fall über 30 jetzt. Und eigentlich habe ich, glaube ich, jetzt auch genug. Also das ist eher zufällig jetzt, wenn ich noch ein neues erwerbe, weil jetzt, glaube ich, ist so ziemlich alles abgedeckt an Klangfarben, was möglich ist. Außer es wird vielleicht mal noch ein neues gebaut. Wer weiß. Ja, ein kleines Detail am Rande. Als wir uns vor 2 Tagen unterhalten haben, habe ich auch erfahren, dass das durchaus kompliziert sein kann, zu einem Konzert anzureisen, weil du dann mit vielen verschiedenen Instrumenten anreisen musst und das dann durchaus viel Gepäck auch sein kann. Ich hätte noch eine Frage. Das Stück, das wir soeben gehört haben, heißt Kalimba. Nun ist die Kalimba ja eigentlich ein anderes Instrument. Das Stück Kalimba wird aber mit einem Toy-Piano aufgeführt. Warum ist das so? Das wäre eigentlich eine Frage an den Komponisten, aber ich versuche es zu beantworten. Ich denke, es liegt daran, dass das Stück vielleicht mehr klingt, wie wenn eine Kalimba spielen würde, als auf jeden Fall als ein Klavier. Karl-Heinz hat immer wieder betont, dass er, wie er begonnen hat, für Toy-Piano zu schreiben, eigentlich einmal als erstes bemerkt hat, aha, das Toy-Piano ist nicht einfach ein kleines Klavier, das klingt völlig anders. Und
das ist, erinnert eigentlich eher an Glockenspiel oder eben zum Beispiel Kalimba. Und das Schöne ist ja, wir werden anschließend gleich eine Kalimba hören, in einem Stück, das Sequitur 14 heißt. Genau, darauf wollte ich hinaus, dass wir jetzt die Kalimba hören. Und das Stück, wie schon erwähnt, heißt Sequitur 14, ist auch das zweite Stück auf der CD. Thank you.
Grosser. Ich darf nun den Komponisten auch auf die Bühne bitten. Ein paar Fragen zu eurer Zusammenarbeit, die ja nun schon einige Zeit, die es nun seit einiger Zeit schon gibt und deren prächtiges Ergebnis diese heutige CD Whatever Shall Be ist. Wir haben schon gehört, dass Isabel dich, Karl-Heinz, mit dem Toy-Piano vertraut gemacht hat. Mittlerweile hast du schon sehr viel für Toy-Piano komponiert und deine Toy-Piano-Stücke werden weltweit aufgeführt. Isabel, bei dir ist es ähnlich, ich habe es am Anfang schon gesagt, du gehörst zu den wirklich gefragten Toy-Pianistinnen. Erzählt uns doch ein bisschen etwas vom Beginn eurer Zusammenarbeit. Ich habe Isabel 2001 kennengelernt, da ist sie zu mir gekommen ins Esselmuseum und hat sich vorgestellt als Toy-Pianistin und ich kannte das Instrument überhaupt nicht. Sie hat dann zwei Konzerte bei uns gespielt im Laufe von 4 Jahren und 2005 habe ich dann ihren Wunsch nach einem Stück für sie endlich nachgegeben. Ich habe gesagt, ich kann das nur machen, wenn ich das Instrument einmal selber in der Hand habe und ausprobiere, weil ich bin sehr bald draufgekommen, dass ein Toy-Piano mit einem Piano, mit einem Klavier nichts zu tun hat. Und dann hatte ich das Instrument bei mir und bin irgendwie so reingekippt, weil ich habe ein Problem mit dem Klavier. Das Klavier ist für mich ein Instrument, das ist aufgeladen mit Geschichte, mit Bedeutung, mit tollem Repertoire. Ich habe als Kind auch relativ früh Klavier lernen müssen. Ich habe nie gut gespielt. Ich habe es immer gehasst. Und jetzt kommt da plötzlich so ein Klavier daher, das eigentlich gar nichts kann. Aber irgendwie diese Freiheit hat, dass es halt anders ist als ein Klavier. Eher wie ein Schlagzeug. Und das hat mich dann eigentlich motiviert, mehrere Stücke zu schreiben für das Toy-Piano in den letzten 8 Jahren. Isabel, Karl-Heinz hat erzählt, du hast, du wolltest, dass er ein Stück komponiert. Wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr am Anfang auch experimentiert gemeinsam, dass das Toy-Piano wird ja in eurer Arbeit nicht nur klassisch genutzt wie ein Klavier, wir haben es ja schon gehört, es wird auch präpariert. Wir werden heute noch einiges hören, wie man das Toy-Piano noch, was man da noch alles herausholen kann sozusagen. Wie kann man sich dieses Experimentieren vorstellen? Bist du einfach gekommen und hast das Toy-Piano mitgenommen und hast dann etwas gespielt? Oder wie kann man sich diese Experimentierarbeit vorstellen? Ja, also das war eigentlich schon so, wie Karl-Heinz gerade gesagt hat. Also eigentlich nach meinem ersten Konzert hast du schon danach gemeint, ja, dir wird da vielleicht schon einmal was einfallen, auch mit Elektronik und so. Und es hat aber dann noch einmal 4 Jahre gedauert, bis eben Karl-Heinz gesagt hat, er braucht eben das Instrument. Das habe ich ihm dann zur Verfügung gestellt und das Experimentieren, das hat er ganz alleine gemacht. Das hat er auch weiterhin alleine weiterentwickelt und ich habe dann immer die fertigen Produkte bekommen, zum großen Erstaunen und zur großen Freude. Jedes Mal war ja jedes Stück wieder eine Weiterentwicklung und hat wieder ganz eine neue Seite des Toy-Pianos gezeigt, wie wir eben später auch noch hören werden. War es für dich von vornherein immer so einfach? Wir werden ja später noch hören, dass das Instrument wird ja auf unterschiedliche Arten ausgelotet, zum Beispiel mit einem Dreidel, das ist wie so ein Kreisel. Ging das für dich von Anfang an so einfach oder musstest du dich da auch erst in neue Welten vorwagen? Neue Welten waren es auf jeden Fall. Vor allem auch die Erfordernis, mit Elektronik zu spielen, beziehungsweise das war natürlich eine riesige Bereicherung für mich und für die Instrumente, weil durch die Elektronik natürlich das ganze Klangfarbenspektrum extrem erweitert wird. Aber das war für mich Neuland. Also ich habe zuvor schon Stücke gespielt mit Zuspielungen, auch am Klavier, aber wirklich mit Live-Elektronik zu arbeiten, habe ich erst mit dem Karl-Heinz begonnen. Und es war auch so, dass am Anfang, also das erste Stück, Sequitur 5, was ich später spielen werde, haben wir eigentlich zu zweit gespielt. Und dann im Laufe der Zeit hat er gesagt, naja, eigentlich könntest du das auch alleine spielen, aber da muss ich natürlich lernen, wie ich dieses Programm bediene und so weiter.
Und das war halt auch wieder bei jedem Stück anders, aber das war eine schöne Herausforderung. Vielen Dank. Wir gehen jetzt auch gleich weiter zum nächsten Stück, das heißt Webern Spielwerk. Wir hören Isabel Ettenauer auf einem Michelson-Toy-Piano und sie wird unterstützt von Karl-Heinz Essel mit einem Ringmodulator. Ich sage noch zwei Sätze zum Stück. Das war ursprünglich eine Klanginstallation zum 60. Todestag von Anton Webern, der ja bekanntermaßen 1945 tragischerweise von einem amerikanischen GI in vermeintlicher Notwehr erschossen worden ist. Und aus diesem Grunde gab es 2005 ein Festival in Mitterseel, im Ort, wo er gestorben ist. Und ich hatte den Auftrag bekommen, dort eine Klanginstallation zu machen, zum Gedenken an Webern. Und meine Idee war, ich mache eine Art Glockenspiel, das im Kirchturm installiert wird und das alle Viertelstunden eine Melodie spielt. Eine Melodie, die aus einer Zwölftonreihe genommen worden ist, die Webern in Mitterseel konzipiert hat. Die hat auf eine kreisrunde Tischplatte geschrieben, hat nie ein Stück damit gemacht, weil er dem vorzeitig verstorben ist. Und aus dieser Zwölftonreihe entsteht mit einem Computerprogramm immer neue Zwölfton-Variationen des gleichen Grundmaterials. Und weil wir halt keine 12 Glocken hatten, in Mitterseel habe ich mich beholfen mit einem Lautsprecher, der aufgenommene Glockenklänge sozusagen spielt. Es hat geklungen wie ein Glockenspiel und die Leute waren total erstaunt, dass alle Viertelstunden über den Marktplatz von Mitterseel ein Glockenspiel, so wie in Holland oder in Belgien gespielt hat. Und dann gab es die Idee, dass man dieses Stück sozusagen aus dieser Öffentlichkeit, aus dem Raum hineinnimmt, hinausnimmt, in ganz klein macht, in ein Toy-Piano hineinprojiziert. Und das haben wir dann abends in einer Kirche aufgeführt. Da war ein großes Konzert mit vielen Gedenkstücken für Webern und dann entstand dieses Webern-Spielwerk, das sozusagen die Transkription dieser Klanginstallation auf das Toy-Piano ist. Und in einer späteren Phase habe ich dann einen Ringmodulator dazu verwendet. Das ist ein frühes elektronisches Effektgerät, wenn man so will, das einen Klang metallisch und glockenähnlicher macht. Und das klingt dann eigentlich jetzt so, fast wie so ein kleines Glockenspiel.
Den Komponisten gleich wieder herausfinden. Hat sich gerade gemütlich niedergesetzt. Eine ganz wichtige Frage ist mir noch eingefallen, bevor ich ein bisschen mit dir über das Sequitur sprechen möchte, über die Reihe Sequitur, wo wir heute zwei Stücke daraus hören.
Eine Frage zur Funktionalität von einem Toy-Piano, weil das, glaube ich, für die Gäste heute Abend sehr interessant ist. Das Toy-Piano ist kein Saiteninstrument wie das Klavier, aber es hat auch so Hämmer. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen etwas über die Funktionalität erzählen. Also musikinstrumententechnisch ist es ein sogenanntes Idiophon, ein Selbstklinger. Es besteht aus Metallstäben oder Metallplatten, die angeschlagen werden. Sie haben allerdings keinen Dämpfungsmechanismus wie beim Klavier. Das heißt, einen Ton, den man anschlägt, der klingt einfach aus und man kann das nicht steuern. Es gibt auch kein Pedal, es gibt keine mitschwingenden, resonierenden Saiten. Und in der Natur, in der Physik dieser Klangstäbe liegt das, dass das Obertonspektrum inharmonisch ist. Es ist eher mit den Glocken verwandt. Und das macht aus diesem Instrument, das zwar Tasten hat, die sind übrigens genauso breit wie beim Klavier, es hat die gleichen Tasten, aber es klingt eigentlich völlig anders und man kann ganz andere Sachen damit machen und vieles auch nicht. Und die unterschiedlichen Toy-Pianos haben dann unterschiedliche Spektren, oder? Also unterschiedliche Oktaven also, und sind dann ganz unterschiedlich ausgelegt. Ja, die, je nach Hersteller, also dieses Michel Sonnes, das ist eine französische Firma, die in den 1970er Jahren abgebrannt ist. Das heißt, diese Instrumente gibt es nur mehr antiquarisch, sie sind auch sehr teuer. Die klingen wunderschön, also klingen fast wie eine Celesta. Wobei ich nur sagen möchte, dass es eigentlich Anfang des 20. Jahrhunderts so einen Übergang gab. Was wird jetzt sozusagen den Markt oder die Musikgeschichte erobern, die Celesta oder das teure Piano? Und aus irgendwelchen Gründen hat eben die Celesta gesiegt, weil sie halt vielleicht noch mehr Klangnuancierungsmöglichkeiten hat, auch mit einer Dämpfung und so weiter. Aber die Instrumente sind halt sehr unterschiedlich. Manche klingen auch sehr blechern. Das kann natürlich auch besonders schön sein, wenn man mit Elektronik arbeitet. Und manche, wie das Michel Sonn, haben halt diesen runden, ausgewogenen Klang. Wo wir jetzt schon bei der Erklärung dieses ganzen Klangspektrums sind, kommen wir zur Sequiturei. Wir haben heute Sequitur 14 gehört, wir haben Sequitur 5. Das werden wir noch verzeihen. Also das werden wir noch hören. Das ist das nächste Stück. Sequitur ist eine Reihe von 14 Kompositionen, die für Soloinstrumente von dir geschaffen wurden. Mir kommt es vor, dass diese Sequitur-Reihe so etwas ist, wie wo du dein Repertoire immer erweiterst, wo du immer mehr Instrumente in dein System aufnimmst. Warum sind es 14 Kompositionen? Erzähl uns doch ein bisschen über diese Sequitur-Reihe. Ja, gleich zur Frage, warum es 14 Kompositionen sind. Es gibt ein Vorläuferprojekt von Luciano Berio, der hat 14 Sequenzen geschrieben. Das sind Soloinstrumente, also Solostücke für verschiedene Orchesterinstrumente. Und der Berio hat alles, was in den Instrumenten drin steckt, herausgeholt in einer sehr virtuosen und auch genialen Weise. Und ich wollte mich in keinster Weise damit messen, sondern immer gedacht, ich möchte gerne 14 Kompositionen machen für verschiedene Soloinstrumente, die auch jetzt nicht aus dem Kanon der Orchesterliteratur kommen, sondern eben auch für zum Beispiel Kalimba, Toy-Piano, Elektro-Gitarre. Und die Idee war, wie du schon gesagt hast, ein Ausgang für mich, mich näher, ganz intensiv mit den Instrumenten zu beschäftigen. Und das Besondere ist, dass sie mit Live-Elektronik gepaart sind. Und die Live-Elektronik funktioniert so, dass sie aus dem live gespielten Input des jeweiligen Instrumentes einen komplizierten Kanon erzeugt, der mit Zufallsoperationen versehen ist, dass der halt nicht immer gleich klingt, sondern sich verändert. Und der Musiker weiß nie genau, was jetzt kommt. Er weiß ungefähr, was sein wird, aber es gibt immer große Überraschungen und das erzeugt eine gewisse Aufmerksamkeit beim Spielen, eine ganz andere Art, als wenn man halt ein Stück reproduziert. Im Booklet zu eurer neuen CD steht drinnen, dass bei Sequitur ein Musiker sich durchaus auch fühlen kann wie in einem Spiegellabyrinth. Ich glaube, kommen wir nun einfach zu Sequitur 5 für Toy-Piano und Live-Elektronik.
Das letzte Stück der CD, nachdem die ganze CD auch benannt ist, heißt Whatever Shall Be. Das Stück für Toy Piano, Dreidel, Music Box und Live Electronics entstand 2010. Um jetzt etwas Persönliches zu sagen, das ist das Stück, das mir persönlich am meisten gefällt auf der ganzen CD, die großartig ist. Es ist so etwas wie der Höhepunkt und steht am Schluss. Es ist ein ganz besonderes Stück, das Toy Piano ist präpariert. Es ist ein Kontaktmikrofon am Toy Piano angebracht. Isabel Ettenauer wird das Toy Piano also nicht nur spielen, sie wird auch stampfen, den Dreidel drehen, sie wird kratzen, sie wird klopfen. Das Spektrum dieses Toy Pianos wirklich erforschen in allen Nuancen. Whatever Shall Be hat auch cineastische Qualitäten und Sie werden gleich wissen, warum. Das Stampfen, die Glissandos, die Rhythmen könnten einen Thriller beschreiben. Am Ende des Stückes wird von einer Musicbox, die auf dem Toy Piano steht, die Melodie Que Sera Sera aus dem Film Der Mann, der zu viel wusste von Hitchcock gespielt. Wenn Sie es jetzt noch nicht im Ohr haben, dann werden Sie wissen, was ich meine am Ende des Stückes. Es gibt erstaunlich viele Parallelen zwischen dem Film und dem Stück. Um nur kurz was zum Inhalt des Filmes zu sagen, ich habe noch mal kurz reingeschaut. Ein Arzt und seine Familie machen Urlaub in Marokko. Der Arzt trifft auf einen Mann, der ihm ein Geheimnis erzählt. Der Mann wird ermordet. Das Geheimnis ist es. Er weiß von einem Mordkomplott gegen den britischen Premierminister. Dieser Mann, der da auf Urlaub ist, kommt dann in Verwicklungen und Komplikationen hinein, mit denen er eigentlich gar nichts zu tun haben will, aber er kann sich nichts aussuchen. Er ist eben der Mann, der so viel wusste. Gespielt von James Stewart. Die Frau ist die Doris Day. Und sie singt in diesem Film immer dieses Lied, Que Sera, Sera. Dieses Lied ist übrigens auch das wichtigste Lied von Doris Days gesamter Karriere, also ihr erfolgreichstes Lied. Der Film ist eine wilde Verfolgungsjagd, die Handlung wird nach London verlegt, es gibt zahlreiche Irrtümer, Personen werden mit Orten verwechselt, es geht um Begrifflichkeiten, um Details. Oft kann man das große Gesamte nicht erkennen, weil man sich ins Detail verstrickt. Am Ende aber singt Doris Day dann dieses Lied, Que Sera, Sera. Ihr Sohn hört es und einer der Entführer pfeift es mit. Das entführte Kind wird gefunden und der Anschlag vereitelt. Die Melodie löst alles auf. Genauso ist es im Stück Whatever Shall Be. Karl-Heinz Essel hat bis kurz vor dem Schluss nur Details aus dieser bekannten Melodie variiert und verwendet. Wir hören die ganze Zeit Elemente aus dieser Melodie, wie Makroaufnahmen teilweise, horchen Sie auf das Stampfen, es gibt den Rhythmus der Melodie wieder. Das ganze Musikstück besteht also nur aus dieser Melodie, aber erst zum Schluss, wenn die Musicbox spielt, hören wir die Melodie.
Ja, vielen Dank für das wunderbare Konzert heute Abend. Sie haben auch die Möglichkeit, Whatever Shall Be zu Hause zu hören. Die CD Whatever Shall Be ist, das habe ich noch zu sagen vergessen, beim Label der Musikerin Isabel Ettenauer entstanden. Das ist die Edition Iris Love, wenn ich richtig erinnere. Und das ganz Besondere, und das ist wirklich etwas ganz Großartiges, Sie können die CD nach dem Prinzip Pay as you wish erwerben. Da hinten ist ein Tisch, also Sie zahlen so viel dafür, wie Sie möchten. Und die beiden, der Komponist und die Musikerin, laden uns auch noch ein zu Brot und Wein draußen vor der Tür. Also es wird auch noch die Möglichkeit geben, ich glaube, mit euch zu plaudern, noch Fragen zu stellen und den Abend schön ausklingen zu lassen. Ja, vielen Dank für diese wunderbare Darbietung und jetzt noch einen schönen Abend Ausklang bei Brot und Wein und mit der CD Whatever Shall Be. Ich möchte mich noch ganz herzlich bedanken bei dem Erwin Uhlmann, dass er den Abend moderiert hat und ganz kurzfristig sich dafür bereit erklärt hat. Ich möchte mich auch bei allen bedanken, die zur CD beigetragen haben. Zuallererst natürlich beim Karl-Heinz für die Kompositionen, aber auch bei Pablo Farasat. Ich weiß jetzt nicht, ob er hier ist. Er hat das Booklet und CD-Design gemacht. Julia Wessel, die hat die Fotos beigesteuert. Sie konnte leider heute auch nicht kommen. Und wer hat noch beigetragen? Freddy Reiter hat unser Mastering gemacht. Und Peter Bird hat uns geholfen bei den Übersetzungen, hat alles doppelt und dreifach proof geredet. Und ich glaube, das sind alle wichtigen, oder? Ja, Christoph Wagner, ein deutscher Journalist, hat noch einen Text für uns geschrieben. Und ich denke, das Endergebnis ist sehr schön geworden. Also ich bin sehr glücklich damit und ich hoffe, es wird Ihnen auch gefallen. Schönen Abend noch.